Eine Henne legte eines Tages 3 Eier. Sie freute sich sehr auf ihre Kinder. Als die Küken endlich schlüpften, geschah etwas Unerwartetes. Wer steckt eigentlich hinter dem Osterhasen und woher bekommt er die bunten Eier? Der Film »Wie der Hase zum Osterhasen wurde« bringt die Erklärung. Als Kind einer Henne und eines Hasen entdeckt er, dass er anders ist. Er sieht aus wie ein Hase und kann Eier legen. Bunte Eier. Ein Film übers Anders und Besonderssein. Erzählt wird eine tolle Geschichte, die zunächst in einem Buch landete und sich dann in diesem Film wiederfand. Dabei passt bei »Wie der Hase zum Osterhasen wurde« alles zusammen. Eine selbstverfasste, super witzige und sehr spannende Geschichte und aufwendige Filmtechniken in kreativen Formen. Entstanden ist ein zauberhaft produzierter Trickfilm mit schönen Bildern und feinsinniger Musik und Vertonung. Die Jury war begeistert und gratuliert der Moviebande der Grundschule Nördlingen sehr herzlich zum Hauptpreis in der Altersgruppe bis 10 Jahre. Vielen Dank für diesen tollen Film.